Die österreichische Schiffswerften AG ist ein Schiffbauunternehmen mit Sitz in Linz an der Donau. Das Unternehmen verfügt neben dem Hauptstandort im Linzer Hafengebiet über einen weiteren Standort in Fußach in Vorarlberg. Die ÖSWAG beschäftigt 98 Personen und erzielt einen Jahresumsatz von rund 12 Millionen Euro. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1840 bis kurz vor der Privatisierung 1990 wurden am Standort Linz rund 1500 Schiffe vom Stapel gelassen. Geschichte: Die Linzer Werft wurde 1840 von Ignaz Meyer gegründet. Noch im Gründungsjahr wurde der erste eiserne Don auf Frachtkahn erbaut. 1894 erreichte der Mitarbeiterstand rund 650 Personen. 1909 wurde die Werft vom Stabilimento Tecnico Triestino übernommen. Am 24. Juni 1938 wurde die Werft als erster oberösterreichischer Betrieb zum Rüstungsunternehmen erklärt und in der Folge in die Hermann Göring Werke eingegliedert. 1946 wurde das Unternehmen verstaatlicht. 1974 wurde die Linzer Werft mit der 650 Mitarbeiter zählenden Schiffswerft Korneuburg zur österreichischen Schiffswerften AG Linz-Korneuburg fusioniert und der ebenfalls verstaatlichten Voestalpine einverleibt. Von da an wurde der Export forciert und große wie kleine Aufträge für Länder wie die Sowjetunion, Bundesrepublik Deutschland, Griechenland, Ecuador, Ägypten, Saudi-Arabien, Nigeria, Rumänien, Libyen, Irak, Indonesien und Libanon ausgeführt. Bis 1991 liefen die Geschäfte vor allem wegen zahlreicher Aufträge aus der UdSSR gut. Doch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1991 blieben Aufträge aus Osteuropa aus. Noch im selben Jahr wurde die Korneuburger Werft an Privatinvestoren verkauft, um 1994 dennoch geschlossen zu werden. Seither verfügt das Unternehmen über seine heutige Bezeichnung. 1992 wurde die ÖSWAG privatisiert und an die Auricon Beteiligungs AG verkauft. Zur selben Zeit wurde die ÖSWAG Maschinenbau ausgelagert. Sie fertigt nach wie vor am Werksgelände der Werft und ist regional im Auftragsmaschinenbau sowie in der Montage tätig. Wegen der schlechten Auftragslage wurde der Mitarbeiterstand 1993 von 300 auf rund 100 Personen gesenkt. Die Auftragslage verbesserte sich nach Neuorientierung des Unternehmens auf den europäischen Binnenmarkt, so dass die ÖSWAG seither wieder wirtschaftlich geführt werden kann. Produktion: Die ÖSWAG verfügt in Linz über eine Schiffbauhalle mit 140 Meter Länge und 35 Meter Breite, in welcher bis zu 5 Meter breite Schiffe von der Slip-Anlage in die Halle verfahren werden können, um ganzjährig neu Umbau- und Renovierungs- und Reparaturarbeiten durchführen zu können. Gebaut werden im Freien wie in der Halle Binnenseefahrgastschiffe sowie für die Flussschifffahrt Frachtschiffe, Schubschiffe, Patrouillenboot, Großjachten, Motorgüterschiffe und Mähboote für die Algenentfernung. Zu den spektakulärsten Projekten der ÖSWAG zählt zweifelsfrei das 1993 in der kurz vor ihrer Schließung stehenden Schiffswerft Korneuburg erbaute Schulschiff für das Wiener Bertha von Suttner Gymnasium. Weitere Schiffe der ÖSWAG sind die 1979 erbaute Winderbona oder die 1996 erbaute Boppard. Für die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft wurde bis 2006 ein 54 Meter langes und 700 Passagiere fassende Schiff, die Panterei, gebaut, das in Einzelteilen zum Zusammenbau nach Zürich transportiert wurde.